Für einen Deutschen beginnt die WM schon am Samstag. Schiedsrichter Felix Brüch leitet in Fortaleza das Spiel zwischen Uruguay und Costa Rica. In einer Gruppe mit England und Italien geht es für beide Mannschaften schon im ersten Spiel um alles. Doch der gebürtige Münchner sieht sich für seinen Einsatz gut gerüstet. Ich habe schon gesagt, wir haben uns auf dieses Ereignis 2 Jahre lang vorbereitet. Wir waren eine Gruppe von 52 Schiris, wurde dann auf 25 reduziert und wir haben diverse Lehrgänge besucht. Und auch hier sind wir jetzt schon 10 Tage vorher da, haben morgens Theoriestunden, um Regelauslegung zu trainieren, auch um zu vereinheitlichen. Und nachmittags sind wir hier auf der Anlage. Wir bereiten uns physisch vor. Im Fokus stand der gelernte Jurist zuletzt aufgrund des Phantomtors von Sinsheim. Brüch hatte auf Tor für Bayer Leverkusen entschieden, obwohl der Ball von außen ins Tor gelangt war. Massive Kritik am Schiedsrichter war die Folge. Keine leichte Zeit für den 38-Jährigen. Ich habe daraus aber viel gelernt. Ja, es war natürlich dann für mich auch nicht ganz einfach, die nächsten Tage und auch vielleicht Wochen damit umzugehen. Aber das hat mich eigentlich durchaus stärker gemacht. Und wie gesagt, es war keine schöne Erfahrung, aber es war durchaus wertvoll. Gerade aus diesem Grund ist Felix Brüch froh über die Torlinientechnik Goal Control. Von den Bundesligamannschaften zuletzt noch abgelehnt, kommt diese nun erstmals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz. Absolut, ja. Also die Technik funktioniert. Wir testen sie mal auch vor dem Spiel. Und allein der Umstand, dass uns geholfen werden kann in diesem Grenzfall, der ist gut. Ja. Gut zu wissen, gut für uns. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht letztes Jahr. Und ich finde auch gut, dass es hier bei der WM genutzt wird. Eine weitere Neuerung bei der WM ist das Freistoßspray. Eine Hilfe, der Brüch skeptischer gegenübersteht. Die positive Seite erkennt der Referee jedoch auch. Ja, wir werden sehen. Also ich habe es noch nicht im Spiel getestet, nur im Training jetzt eben auch gerade hier. Es kann helfen, eben in entscheidenden Situationen die Mauer zu fixieren. Das werden wir dann auch im Spiel sehen. Nach langer Vorbereitung und der Generalprobe Confed Cup beginnt nun für Brüch die WM. Früher erhält er die Chance, sich zu bewähren in einem Spiel, bei dem es direkt zur Sache gehen könnte.